Ja, guten Tag. Vielen Dank an das Präsidium. Ups, das bewegt sich von alleine hier. Im Namen der Europäischen Linksfraktion überbringe ich euch natürlich die herzlichsten Grüße und wünsche dem Parteitag einen erfolgreichen Verlauf. Die Spannung, die über diesen Parteitag liegt, wird auch von den anderen Parteien meiner Fraktion wahrgenommen. Und schon deshalb schauen sie auch mit großem Interesse hierher nach Leipzig. Wofür steht die Linke in Deutschland? Schafft sie es, politisch gestärkt aus diesem Parteitag herauszukommen? Gelingt es unserer Partei, deutlichen Druck auf die Bundesregierung auszuüben und die Rolle Deutschlands in der EU, in Europa zu verändern? Es muss Schluss sein mit der Arroganz anderen Ländern, das deutsche System der Nötigung, des Zwanges auf sozial Ausgegrenzte, Langzeitarbeitslose, prekär Beschäftigte aufzunötigen. Und wenn im August, Ende August diesen Jahres Griechenland endlich aus dem dritten sogenannten Rettungspaket entlassen wird, muss es seine Souveränität wiedererlangen. Der SPD-Finanzminister hat derjenige zu sein, der dies in der Eurogruppe garantiert. Merkel und Scholz müssen endlich kapieren, dass niemand in der EU, in Europa die deutsche Null braucht. In unserer Fraktion stellen alle den direkten Zusammenhang her zwischen der jahrzehntelangen neoliberalen Politik der Privatisierung, des Outsourcings von öffentlichen Leistungen, der Austeritätspolitik im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, der Prekarisierung der Arbeit, mit der Vertiefung von Ungleichgewichten und auch der politischen Krise der EU, ihrer Entsolidarisierung und dem Anwachsen von Rechten, Rechtsextremisten und Nationalisten. Und für das Schwinden dieses Grundvertrauens in die EU als gemeinsames Zukunftsprojekt steht stellvertretend Deutschland, steht die Bundeskanzlerin, steht der alte und auch der neue Bundesfinanzminister. Daneben gibt es aber auch Schlagzeilen von deutschen Medien und Politikern, die zum Beispiel mit der Bezeichnung der Italiener als Schnorrer den Griechen, die ihre Inseln verkaufen sollen, für viel Frust sorgen. Den Vogel abgeschossen hat der CSU-Europaabgeordnete Ferber, der den Italienern schon mal angekündigt hat, dass die Troika in Italien einmarschieren solle. Wenn sich jetzt Merkel und Macron vor dem Juni-Gipfel einigen, als doppeltes Lottchen aufzutreten, dann sollte die Linke genau deren Position hinterfragen. Sie sollte vor allem eins klarstellen: Neue Mechanismen, neue Instrumente können nur dann etwas wert sein, wenn sie darauf basieren, gravierende Ungleichgewichte abzubauen und die Rechte aller in den europäischen Mitgliedstaaten lebenden Menschen zu garantieren und zu respektieren. Und so gesehen ist das, was Macron innenpolitisch verantwortet, grundsätzlich kontraproduktiv für eine solidarische Integration der EU. Es ist nicht die einzelne Frage, ob die Vorschläge Macrons die EU weiterbringen oder nicht. Der Grundtenor ist falsch. Die politische und kulturelle Botschaft eines Europas, das auf dem Verlust von sozialen und Beschäftigungsrechten in den Mitgliedstaaten aufbaut, ist verheerend. Vor gut 10 Tagen haben unsere irischen Freunde und Freundinnen einen Sieg gefeiert, einen Erfolg erkämpft, den wir gemeinsam dann auch in der Fraktion gefeiert haben. Sie haben das Referendum zur Lockerung des Abtreibungsverbotes durchgesetzt. Vor allem junge Iren und Irinnen haben dafür gesorgt, dass Frauen in ihren Rechten auf Selbstbestimmung gestärkt wurden. Und hat das was mit der europäischen Integration zu tun? Ja, natürlich. Lebensvorstellungen, Ideen, Werte, Rechte, Freiheiten machen nicht vor Grenzen Halt. Welche Vorstellungen sich durchsetzen, hängt aber von der europäischen Öffentlichkeit ab und auch davon ab, inwieweit es uns gelingt, diese europäische Öffentlichkeit als Linke mitzugestalten. Und natürlich ist es Unfug, wenn abgestritten wird, dass es eine europäische Öffentlichkeit gäbe. Wir wollen die Machtstrukturen ändern. Und wenn jetzt Sinn Féin sagt, the next is the North, dann brauchen die unsere Unterstützung, und das haben wir gemeinsam zu tun. Der
Ausgang der Wahlen in Italien ist nicht nur für unsere italienischen Genossinnen und Genossen verheerend. Wir müssen uns fragen, wie es über einen längeren Zeitpunkt möglich wurde, dass die gesellschaftliche Linke von viel zu vielen Menschen nicht mehr gehört wird und sie sich abwenden. Und unser Fraktionskollege Curzio hat es auf den Punkt gebracht. Die Wählerinnen würden sich massenhaft populistischen Parteien zuwenden, weil sie Lösungen wollen, wie zum Beispiel sozialen Schutz und Beschäftigungsrechte, demokratische Mitwirkung, die ihnen die italienische Linke nicht anbietet. Sie hätten kaum noch einen Bezugspunkt zur Linken. Curzios Einschätzung enthält einen harten Kern. Wir erleben, dass in den Ländern einer traditionell starken Linken der Aufstieg der einen zur Niederlage der anderen wird. Und als Linke in Europa muss ich auch ganz deutlich sagen, und ich rede hier auch von der Europäischen Linksfraktion, für die ich hier spreche, wirken wir mit unseren Angeboten nicht immer überzeugend. Und dabei liegt es nicht einfach an mangelnden Ideen, alternativen Vorschlägen oder dass wir die EU nicht kritisch genug sehen würden. Wir sind gefordert, uns mehr aufeinander einzulassen, uns in der Verschiedenheit zu respektieren, uns gemeinsam zu fragen, mit wem wollen wir wie Europa die EU verändern? Wie schaffen wir es, die Kräfteverhältnisse zu ändern? Wie verbinden wir die Diagnosen über den Krankheitszustand der EU mit notwendigen Gegenstrategien? Welche Fragen müssen wir stellen? Welche Kampagnen können wir gemeinsam transnational, international entwickeln? Und schaffen wir es als Linke, eine gemeinsame europäische Identifikation zu entwickeln, gemeinsam eine europäische Vision zu erarbeiten? Wir sollten auch souverän und interessiert mit den verschiedensten Plattformen von Parteien, die in den letzten Wochen gegründet worden sind, umgehen. Es ist doch gut, wenn bestimmte Ziele wie Kampf gegen Steuerflucht, Steueroasen, Steuerhinterziehung zwischen Parteien koordiniert werden. Als GUE-NGL, als Fraktion, haben wir Erfahrungen damit, dass unsere Mitgliedsparteien in verschiedenen Plattformen kooperieren, sich gegenseitig unterstützen. Ja, es ist nicht immer einfach, es miteinander auszuhalten, keine Frage. Links zu sein, schließt viele mit ein, auch Parteien mit Positionen, die uns ungewöhnlich oder gar fremd erscheinen. Bisher haben aber die meisten Parteien, die jetzt in der GUE-NGL sind, signalisiert, im Falle eines Wiedereinzugs in das Europäische Parlament die GUE-NGL als das gemeinsame Projekt der Linken zu sehen, es zu stärken und weiterzuentwickeln. Und auch ich weiß, dass die GUE-NGL sich weiterentwickeln muss. Es gilt, den konföderalen Charakter zu erhalten, aber auch gleichzeitig die Scheu vor mehr Koordinierung abzulegen. Wir wollen Adressat nach der Europawahl für noch mehr linke demokratische Parteien sein. Wir wollen die Rechten, Rechtspopulisten, Neoliberalen noch stärker als bisher unter Druck setzen. Und aus dem Grund wollen wir Ende des Jahres alle Vorsitzenden der Parteien, die Mitglieder oder Beobachter unserer Fraktion sind, zu einer gemeinsamen Debatte in die Fraktion einladen. Wir wollen mit ihnen klären, wo denn eigentlich wirklich die gemeinsamen Positionen, Schwerpunkte für eine kommende Legislatur gesetzt werden könnten. Weil wir wollen, dass das Gemeinsame im Mittelpunkt steht, nicht, dass wir die Kämpfe und unsere Kraft darin vergeuden, gegeneinander anzutreten, uns gegenseitig zu schwächen. Das haben wir in der Vergangenheit lange genug erlebt. Wir müssen es endlich schaffen, mit dieser unheilvollen Kultur, dass jeder meint, die Wahrheit für sich gepachtet haben, endlich aufzuhören, hier auszubrechen. Und dafür braucht die Linke in Europa die Linke aus Deutschland. Deshalb ist es für uns gemeinsam wichtig, dass die Linke klar sagt, wo sie hin will und dass sie sich nach dem Parteitag, einen Tag danach, als erstes die Aufgabe stellt, die nächsten Europawahlen wirklich als ein gemeinsames Projekt vorzubereiten und nicht einfach nur als eine Nachwahl zum Bundestag. Dankeschön.